Willkommen zurück bei Observer und wir sind hier in dem Tattoo-Studio. Hier ist lockere Jazzmusik am Werk und wir gehen jetzt hier rein und schauen mal, was hier passiert ist. My timing is really off today. Ach, das ist Helena. Poor Helena. Oh, guck mal hier, der Kopf. 65620. We have a third victim. Time of death, about an hour ago. Starting forensic analysis. Aha. Tätowiergerät. Wireless Pedal. Wie komme ich denn jetzt an das hier ran? Ach, so war das. Ja. Rechte Maustaste. Multiple puncture wounds. Die wurde erstochen. Few inches deep. The victim's blood is mixed with ink. Mit Farbe. Elevated hormone levels. Aha. Oh fuck. The killer used the tattoo machine as a murder weapon. Okay. Warte mal, hier ist nochmal komisches Haar, ne? Keine Übereinstimmung gefunden. What's with the strange hair? So, pass auf, ich gehe jetzt einmal hier so rum. Obwohl, eigentlich muss ich das auch einmal komplett scannen, alles. Hilft ja nicht. So. Wieso ist denn die Musik jetzt so laut? Was hat die denn da am Kopf? Das sieht ja furchtbar aus. Kann ich wahrscheinlich eher, kann ich bewegen und das auch. Kann ich? Irgendwie kann ich nicht bewegen. Okay. Das dann? Aha, okay. Schubladen gehen nicht auf. Ja, hier ist noch was. So, Netzadapter. Kann ich den mitnehmen? Nein? Kann man nicht irgendwie diese Dinger mitnehmen? Ach, das ist doch kacke. Joa, mehr... Ach, hier ist ein Schrank. Synchrosine collected. Synchrosine refilled. Das hatten wir schon. Und hier ist... nichts. Ist da drüben noch irgendwas? Ne. So, dann gucken wir uns mal das Protokoll an. Man.
Schauen wir uns mal das Protokoll an, was da so Phase ist. Hier, untersuche den Tatort. Wurde zerstört, in der Luft liegt ein schwacher Blutgeruch. Ich gehe hinein, muss vorsichtig sein. Starte Neuralvernehmung. Was? Ah. Wie geht denn das? Wie geht denn das mit der Neuralvernehmung? Ich weiß es nicht. Jetzt wüsste, ne? The neural implants untouched. The trail goes cold. Ah, jetzt. Warning. Achtung, Achtung, kann sein, dass ich nochmal leiser machen muss. Jetzt schon mal ein bisschen leiser. Emergency override. Open maintenance panel. This better be worth it. Oh God. Haltet euch die Ohren fest. Es wird laut. Achtung, Achtung. So. Okay, was haben wir hier? Chiron, Jobinterview, Jungprogrammierer wird geladen. Okay. Willkommen, Frau Novak. Du bist ein wichtiger Bestandteil deines Unternehmens. Deine harte Arbeit und Loyalität wissen wir immer zu schätzen. Entspannen und so wahrheitsgemäß wie möglich antworten. Okay. Es brummt voll. Willst du, dass es deinem Heimatland gut geht? Joa. Möchten Sie die Welt verbessern? Also diese Welt auf jeden Fall. Möchtest du ohne Furcht leben? Selbstverständlich. Möchten Sie eine produktive Beziehung zu Chiron aufnehmen? Weiß ich nicht, vielleicht. Wirst du kooperieren? Drücke O. Werden Sie gehorchen? Drücke B. Wirst du dich anpassen? E. Drücke Y. Obey? Obey. Die Republik ist deine Mutter. Chiron ist dein Vater. Eine Mutter liebt bedingungslos. Der Vaterstolz verlangt ein Opfer. Nimmst du Opfer in Kauf für das Gemeinwohl? Oh nein! Ah, Hilfe, Hilfe! Nimmst du Opfer in Kauf für das Geheimwohl? Ja. Arbeit, Produktivität, Glück. Du wirst glücklich sein. Du wirst produktiv sein. Du wirst für das Gemeinwohl arbeiten. Werden sie gehorchen? Achtung. Oh, aua, aua, aua. Ich mach's nicht mehr. Okay, ich mach's nicht mehr. Aua. Wird geladen. Bewertung des Subjekts wird abgeschlossen.
Antworten werden geprüft. Verhaltensmuster werden analysiert. Lebensentscheidungen werden bewertet. Warnung. Ehepartner des Subjekts. Strafregister wird geprüft. Keine Haftung für aktuellen Termin. Punktabzug unerheblich. Warnung ignoriert. Punktzahl berechnen. Yeah. Danke. Ich bin jetzt bei Chiron. Oder Chiron. Oder wie diese Firma heißt. Also nicht ich, sondern Helena. Oh Gott, jetzt kommt wieder so ein Psycho-Ding. Ich möchte kein Psycho-Ding. Dieses Spiel macht mich irre. So, wir laufen dahin. Um zu verstehen, was mit ihr passiert ist, müssen wir das einmal mitmachen. Das ist ein Büro. Vielleicht da. Hier ist der Pausenraum, verstehe. Es ist original ein Callcenter. Nö, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Was? Aber ich muss sagen, die kleinen Mini-Büros sind ja auch ganz süß. Könnte sich Deutschland auch mal eine Scheibe von abschneiden. Kommen wir hier nicht raus. Das ist doof. Das ist ein Irrgarten. Toll. Hauptsache, ihr findet euren Pausenraum. Und wisst auch, wie ihr nach Hause kommt. Okay, wir laufen hier lang. Was ist das da vorne? Warte, was ist hier? Fliegende Dinge? Hier stimmt was nicht. Kann ich jetzt hier wieder rausgehen? Also das ist quasi das Callcenter von Chiron vermutlich. Wie, was? Hä? Ich hab echt gerade gar keinen Plan, ne? Genau. Was soll ich hier jetzt tun? Da hinten dreht sich was. Die einzige normale Bewegung ist dort hinten. Da gehen wir jetzt hin. Das ist der Pausenraum, da waren wir schon. Und hier dreht sich was. Ist das mein Büro? Ha. Also hier scheint mein Büro zu sein. Aber ich kann nichts machen.
So, ich habe jetzt hier gearbeitet. Hier ist nichts weiter. Ich gehe jetzt wieder dahin. Hier nochmal. Ist hier noch irgendwas, was ich holen muss? Laut, 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 laut. Piroggen. Da steht Pirogi dran. Ja. Aber warum ist bei mir, da hinten ist kein... Work is life. Work together for the common goal. Kein Stuhl. Care through control. Fear is life. Hä? Ey, keine Ahnung, was ich hier machen soll, ne? Hier ist nichts. Oder kann ich jetzt wieder rauslaufen? Das habe ich jetzt nicht getestet. Ich habe das Bild geholt. An dem drehenden Ding. So, vielleicht kann ich ja jetzt wieder rauslaufen. Vielleicht darf ich ja jetzt wieder rauslaufen. Es wäre halt voll cool, wenn ich jetzt wieder rauslaufen dürfte. Bitte? Was soll ich denn hier machen? Ich weiß echt nicht, was ich hier machen soll. Und warum sind hier so eine chaotischen... So eine chaotischen Boxen? Hm? Raff ich nicht. Da hinten ist so eine rote Birne. Hä? Boah, ich glaube, ich muss im Internet recherchieren. Ich weiß nicht, wie das weitergeht hier. To make our children happy. To make our homes safer. To make our... Das ist ja blöd. Das Ding dreht sich. Und hier... Ist nix. Hier ist so ein Totenkopf dran. Warum? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich wüsste, was das heißt, ne? Kein Plan. Und wieso haben die alle einen Stuhl, nur ich nicht? Was ist hier, was ich nicht... Was übersehe ich da? Da vorne ist eine rote Lampe. Warum? Hm.
glaube. Also da kann ich ja jetzt nichts mit anfangen hier. Fulfill your true potential. Fulfillment is work. Hard work conquers fear. Help your coworker have a productive day. Life is fulfilled. Coworker? Warum ist da vorne so eine rote Lampe? Hier, warum ist da vorne so eine rote Lampe? Wie komme ich da hin? Da vorne bewegt sich auch eine Kamera. Tja, keine Ahnung. Vielleicht muss ich hier noch irgendwas machen? Irgendwas verändern? Sehr eigenartig. Ich werde jetzt mal ganz kurz diese Aufnahme hier pausieren. Da mir gerade echt... Ich hänge gerade voll auf dem Schlauch. Ich werde mal ganz kurz pausieren und mal gucken. Warte mal, da vorne ist da auch noch... Da vorne ist da auch noch so eine komische Lampe. Die leuchten rot. Aber nur diese hier. Ach nee, das sieht einfach nur so aus. Okay. Okay. So. Hier sind die ganzen Glassplitter. Zeigen die irgendwo hin? Also es muss da vorne... Das Einzige, was ich jetzt gesehen habe, war dieses eine Foto, was ich mitnehmen konnte. Gut, ich pausiere das mal ganz kurz. Dann bin ich ja quasi direkt wieder da. Also direkt. Quasi. 1, 2, 3. Seht ihr? Es ist gar nichts passiert. Keine Zeit ist vergangen. Wunderbar. So. Folgendes. Manchmal fallen einem Sachen auf, wenn man bei anderen reinschaut. Schaut mal her. Der Typ hat farbige Klamotten an. So, was haben wir denn da? This fucking slop again. It's called soup. Now dig in. It's not getting any better. Cooler Typ. Ich mach mal einen Tick leiser, ne? So. Ja. Also hier ist, glaube ich, Schicht. Dann laufe ich jetzt mal hier lang, vermutlich. Schabowi und Pirogi. Hier war jetzt nichts mehr, ne? Vorne dreht sich immer noch was. Warte, ich gehe mal kurz auf die andere Seite. Ich könnte auch mal schneller laufen. Hier ist aber... Doch, hier ist was. Warte. Ah, ich komme quasi von der anderen Seite... Hä? Dieser Irrgarten ist einfach nur grauenhaft. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo ist mein Drehdings? Oder darf ich hier nicht lang? Ich gehe mal wieder da zurück.
Hier ist jetzt alles dunkel. Das Ding dreht sich immer noch. Nee, es hilft nicht. Ich muss da raus. Ist das einfach ein zweites Callcenter oder was? Oh Mann. Okay, okay. Aber es ist halt schweinedunkel, ne? Hier ist gar nichts. Und hier ist es einfach nur dunkel. Hier geht es schon mal nicht weiter. Hier. Unangenehm. Ja, top. Wie komme ich hier raus? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hä? Das da? Was ist das? Ach komm. Was? Ja. Nee, nee, es klappt. Schön die Mucke. Logisch. Yeah, yeah, yeah. Was ist das hier? Das Zeichen war auf meinem PC, ne? An meinem PC. Alter, ist das heftig, ey. Du hast echt keine Ahnung, was du hier machst, ne? Du gehst einfach nur irgendwo hin. Und hoffst, dass einfach keine, nicht eine Million Jumpscares auf dich zukommen. Was aber quasi vorprogrammiert ist. Wie komme ich da runter? Kriechen wir doch mal eine Runde. Ja, toll. Aber die Musik war eigentlich ganz, ich hab gerade wieder einen Tick lauter. Die war ja ganz nett. So, aber wahrscheinlich geht es gleich eh wieder. Also die Lautstärke-Koordinierung ist hier sehr schwer, muss ich sagen. Da wünschte ich, ich hätte ein Mischpult. Das ist auch eine der nächsten Anschaffungen. Mal ganz ehrlich, ein Mischpult brauche ich. Und einen dritten Monitor. Erste Weltprobleme, nicht wahr? Auch cool, so ein Klo mit Computer. Ja, nett. Okay. Gut, gut. Hier sind diese Augen wieder, wie auch in dem, als wir nicht hier drin waren. Respekt durch Surveillance. Respekt durch Überwachung. Ja. Gut. Und genau hier. Warte. Genau hier machen wir den Break und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und ein paar Kommentare. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.